herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute hierher gefunden haben. Ganz besonders auch die Schülerinnen und Schüler, die heute da sind. Und ich möchte in der Tat beginnen mit einem kurzen Blick in die USA, um dann wieder zurückzukehren nach Thüringen. Mike Johnson, sagt Ihnen vielleicht was, der neue Sprecher, der neue Speaker des Repräsentantenhauses und damit nach Kamala Harris die Nummer zwei in der Präsidentschaftsnachfolge, aktuell sollte Präsident Biden was zustoßen, sagte in seiner Antrittsrede neulich erst, er glaube, Gott habe ihn für diesen Moment und für dieses Amt bestimmt. Johnson tritt anders auf als die meisten der klassischen Trump-Vertreter seiner Partei, die man so kennt, anders als die Marjorie Taylor Greens, anders als die Matt Gaetzes. Er schreit nicht ins Mikrofon, er spricht ins Mikrofon, er gilt als höflich, als freundlich und tritt allgemein gesagt, zumindest nach den so klassischen, dem klassischen Verständnis, eher harmlos auf, bis man ihm zuhört, was er so zu erzählen hat. Denn hinter dieser Saubermann-Fassade steckt ein extremes, ein rechtsextremes Weltbild. Johnson ist nach Einschätzung der kundigsten amerikanischen ReligionswissenschaftlerInnen und ExpertInnen auf dem Gebiet der amerikanischen Rechten ein waschechter Theokrat. Das ist keine Übertreibung, sondern er vertritt eine Theologie, er bewegt sich im Einflussbereich einer bestimmten theologischen Strömung, die eine Theonomie, das ist eine Unterform der Theokratie, etablieren will. Und er war in den letzten Jahrzehnten ein fester Bestandteil, sozusagen ein Rädchen im Getriebe der religiösen Rechten. Er hat gegen LGBTQ-Menschen gehetzt, er hat versucht, ihre Rechte zu beschränken, er hat versucht, Frauen und schwangeren Personen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung zu nehmen, er hat versucht, gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr zu kriminalisieren. Kurz, er hat mit daran gearbeitet, dieses Unterfangen durchzusetzen, die USA in einen Staat zu verwandeln, in dem weiße, konservative Christen mehr Rechte haben als alle anderen Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum um Himmels Willen ich Ihnen hier heute von Mike Johnson erzähle. Was hat das hier mit Ihnen zu tun? Und dazu vielleicht eines vorneweg, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich finde 1:1 Vergleiche zwischen den USA und Deutschland oft wenig sinnvoll. Das kurz vorneweg. Dazu sind unsere politischen Systeme zu unterschiedlich. Dazu sieht unsere Religionslandschaft und die Organisationsform beispielsweise von Religion hier zu verschieden aus im Gegensatz zu USA. Es geht mir heute also nicht um eine plumpe Gleichsetzung der Situation in den USA und Deutschland, das wäre Quatsch, sondern um eine Warnung davor, was passiert, wenn man rechten Akteuren einen Platz in den eigenen Reihen einräumt oder ihre Erzählungen übernimmt, in der Hoffnung, ihnen Stimmen abzuknöpfen oder eine Spaltung der eigenen Partei zu verhindern. Und hier kommt Mike Johnson wieder ins Spiel. Er ist der perfekte Avatar für die Radikalisierung der Republikanischen Partei der letzten Jahrzehnte, die auch deswegen und besonders deswegen möglich war, weil das Partei-Establishment keine klare Abgrenzung zu rechtspopulistischen Stimmen vorgenommen hat. Ganz im Gegenteil. Man hat diese Stimmen nicht nur toleriert, sondern auch die eigene Strategie auf sie ausgerichtet. Man hat Netzwerke von Rechtspopulisten genutzt, um WählerInnen zu mobilisieren und gleichzeitig, zumindest nominell, eine Zeit lang Extremisten aus der ersten Reihe, in Anführungszeichen, des politischen Establishments verbannt, um einen respektablen Schein zu wahren. Und heute soll es darum gehen, wie Sie als gewählte Vertreterinnen und Vertreter, als Parteimitglieder, aber auch einfach als Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft unsere Demokratie vor der Unterwanderung durch Rechtspopulisten und rechtsextreme Kräfte schützen können. Selbst wenn man meint, selbst wenn man meint, vielleicht keine Rechtspopulisten, zumindest keine richtigen in den eigenen Reihen zu haben, heißt das nicht, dass die demokratische Arbeit damit getan ist. Denn der letzte Sommer, die Ereignisse des letzten Sommers, die ja gerade schon angesprochen wurden, aber auch der gegenwärtige öffentliche Diskurs zeigen uns,
dass nicht nur der deutsche Konservatismus eine Phase der Enthemmung durchmacht, sondern dass rechtspopulistische Narrative auch in Parteien jenseits der AfD Anklang finden. Aller politikwissenschaftlicher Erkenntnis zum Trotz. Dazu später mehr. Denn der Mythos des Protestwählers, der den da oben, dem Parteiestablishment, nur einen Denkzettel verpassen will und aus Protest eine rechtspopulistische Partei wie die AfD wählt, hält sich nach wie vor hartnäckig, weil er irgendwie tröstlich ist, weil er uns davor bewahrt, uns mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen zu müssen. Und die bestürzenden Erfolge der AfD in der letzten Zeit scheinen bei einigen PolitikerInnen, nicht nur konservativen PolitikerInnen, muss man dazu sagen, zum Schluss geführt zu haben, wir müssen jetzt doch mal weiter nach rechts rücken, um WählerInnen zurückzuholen. Dabei zeigt die politikwissenschaftliche Forschung, dass das so nicht funktioniert. WählerInnen wählen rechte Parteien nicht, um eine Botschaft zu senden, sondern weil sie sich gemeinhin von rechtspopulistischer Politik Vorteile versprechen. Mein Kollege Marcel Lewandowski wird dazu in der späteren Podiumsdiskussion bestimmt noch einiges mehr sagen. Stattdessen würde ich sagen, es gibt drei Aspekte, auf die man sich konzentrieren muss, die gestärkt werden müssen, wenn der Rechtspopulismus in Deutschland zurückgedrängt werden soll, aufgehalten werden soll. Und die direkt mit Ihrer Arbeit als PolitikerInnen und Politiker, aber auch als aktive Demokraten zu tun haben. Der erste Punkt ist die Lokalpolitik, denn die ist meistens der Anknüpfungspunkt, der erste Anknüpfungspunkt für Rechtspopulisten. Das gilt hier genauso wie in den USA, wie gesagt, bei allen Unterschieden im politischen System. Da war es in den USA, war es in den letzten Jahrzehnten eine der Strategien, die extrem gut funktioniert hat für die amerikanische Rechte. Also wir können sehen, dass dort rechtsextreme Akteure die Basisränge von Organisationen besetzt haben. Das musste nicht unbedingt nur eine Partei sein, wie jetzt bei den Republikanern, sondern man sah das auch beispielsweise bei der NRA, die, vielleicht wissen das einige nicht, früher mal ein liberaler Sportschützenverein war. Das ist sie heute nun wirklich nicht mehr. Und das liegt daran, dass rechte AktivistInnen gezielt in lokale Wahlen, egal jetzt ob zum NRA-Vorstand oder zum School Board oder zum Stadtrat, in Wahlen gehen, wo es gemeinhin eine niedrige Wahlbeteiligung gibt und dort eben mit großen Zahlen auftauchen und dann anfangen, Organisationen von unten nach oben zu übernehmen und nach rechts zu ziehen. Bei der Republikanischen Partei ist dasselbe passiert. Dort sieht man beispielsweise in den 90er Jahren auf der lokalen Ebene, dass genau das gezielt versucht wurde, beispielsweise von Organisationen wie der Christian Coalition, einer Organisation der religiösen Rechten, angeführt von Ralph Reed. Und gerade weil Lokalpolitik der Ansatzpunkt für rechtsextreme und rechtspopulistische Akteure ist, war es so fatal, dass der Chef der größten Oppositionspartei, Friedrich Merz, in diesem Sommer, Sie werden sich mit Sicherheit daran erinnern, im ZDF-Sommerinterview mit Theo Koll verkündete, dass die CDU bereit sein müsse, auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenzuarbeiten. Denn, so Merz, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU beziehe sich nur auf gesetzgebende Körperschaften. Und das schließe die Kommunen nicht ein. Merz sagte damals, Zitat, wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiterarbeiten kann. Zitat Ende. Eine Aussage, die nicht nur gegen den eben erwähnten parteiinternen Unvereinbarkeitsbeschluss verstößt, denn der gilt, anders als von ihm behauptet, auf allen Ebenen, auch der kommunalen, sondern Merz hat damit auch ein weiteres bis dahin eigentlich bestehendes Tabu gebrochen, dass man mit Rechtsextremen und Rechtspopulisten nicht zusammenarbeitet, dass man das nicht, zumindest nicht offen bewirbt. Es gab ja schon Fälle, wo das passiert ist. Und vor dem Hintergrund des Mordes an CDU-Kommunalpolitiker Walter Lübcke durch einen Rechtsextremen, der für die AfD im Übrigen Wahlkampf gemacht hatte, gewann diese Aussage nochmal an besonderer Kälte. Rechtsextreme und Rechtspopulisten setzen auf lokaler und kommunaler Ebene an, um Einfluss zu gewinnen, ja, um politische Macht zu gewinnen, ja,
Aber wer mit ihnen auf dieser Ebene zusammenarbeitet, gibt ihnen noch etwas, was für sie unbezahlbar ist. Und zwar Legitimität und den Anschein davon, Teil der respektablen demokratischen Debatte zu sein. Denn bei WählerInnen erweckt das den Eindruck, wie schlimm kann jemand schon sein, wenn in Anführungszeichen bürgerliche Parteien mit ihm oder ihr zusammenarbeiten. Rechtspopulisten sind darauf angewiesen, dass bürgerliche, sogenannte bürgerliche Kräfte sie normalisieren. Das betrifft im Übrigen nicht nur die parlamentarische Zusammenarbeit, sondern auch die öffentliche Debatte. Und deswegen ist der zweite wichtige Punkt, dass sie sich informieren, dass sie sich weiterbilden und an ExpertInnen wenden, die sich mit Rechten, Narrativen und Erzählungen auskennen, damit sie nicht den großen Fehler begehen, der momentan in Politik wie auch in großen Medien dieses Landes begangen wird, auf den Karren rechtspopulistischer Narrative aufzuspringen. Denn damit gewinnt man, auch das zeigt die Forschungslage, keine Wahlen. Man legitimiert lediglich Rechtspopulisten und ihre Erzählungen. Menschen, die mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Positionen übereinstimmen, wählen trotzdem, wenn es zur Wahl kommt, das in Anführungszeichen Original. Alles, was man getan hat, wenn man versucht, ihnen irgendwie wählerabspenstig zu machen, indem man in ihren Refrain sozusagen einstimmt, ist, das Fenster des Sagbaren weiter nach rechts zu verschieben. Was können Sie also tun, wenn Sie konfrontiert sind mit jemandem, der mit dem aktuellen Schlagwort daherkommt, dass gerade, ich sage jetzt mal ganz profan, die neueste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sei es Political Correctness, Woke ist gerade ganz in Mode oder, das hat hierzulande nicht so gut funktioniert, Critical Race Theory in den USA. Letzteres ist eine Rechtsphilosophie, die an einigen wenigen Universitäten ab dem Masterlevel gelehrt wird und nicht etwa in Kindergärten und Grundschulen, wie die Republikanische Partei es behauptet. Ganz kurz, es hat keinerlei Sinn, mit einem Rechtspopulisten oder mit einem rechten Akteur über Critical Race Theory auf einer Sachebene zu diskutieren, weil es rechten Akteuren nicht um eine inhaltliche Debatte geht, sondern es geht ihnen um die Belegung bestimmter, oft rassistisch und antisemitisch konnotierter Ängste und Ressentiments mit bestimmten Schlagworten. Zeigen Sie stattdessen, wenn Sie in so einer Situation sind, auf, was passiert, ohne sich auf eine Strohmann-Diskussion einzulassen. Merken Sie, Beispiel Critical Race Theory, an, dass das Schreckgespenst der CRT von einem politischen Projekt heraufbeschworen wird, das diese Angstmacherei nutzt, um in Bundesstaaten wie Florida den staatlichen Bildungssektor massiv zu beschneiden, Lehrer extrem unter Druck zu setzen, ihnen Strafen anzudrohen, Strafverfolgung anzudrohen, die Wissenschaftsfreiheit zu bedrohen und dass die Übernahme von Narrativen, wie man sie auch hierzulande vor allem im letzten Sommer hören konnte, sei es zu Drag-Lesestunden für Kinder oder zu Rechten von Transmenschen in großen Zeitungen und aus den Mündern von PolitikerInnen verschiedenster Parteien, letzten Endes ins Leben gerufen wurde von einer politischen Bewegung, die die Menschenrechte von LGBTQ-Menschen massivst beschneidet. Rechtspopulisten ordnen die Welt ein in eine simplistische Freund-Feind-Dichotomie. Und sie setzen dabei auf gezielte Provokationen, auf Tabubrüche und auf Grenzverschiebungen. Und an dieser Stelle ist natürlich auch Kritik an meiner eigenen Zunft, Medienkritik geboten, weil Rechtspopulisten wissen, wie sie vor allem auch innermediale Dynamiken für ihre eigenen Zwecke ausnutzen können. Lassen Sie sich auf dieses Spiel nicht ein, denn Sie können es nicht gewinnen. Suchen Sie, statt Rechtspopulisten zu ignorieren, was meiner Ansicht nach auch nicht funktioniert, stattdessen die direkte politische Konfrontation, wenn Sie Politiker oder Politikerin sind, aber auch im Privatleben in Diskussionen. Zeigen Sie als Politiker, als Politikerin auf Sachebene, dass Rechtspopulisten keine funktionierenden Lösungsansätze haben. Rechtspopulistische Rhetorik funktioniert nur, wenn man die Rahmenbedingungen der Rechtspopulisten akzeptiert. Wer Rechtspopulisten komplett ignoriert, bestätigt dabei oder läuft in Gefahr, die von ihnen verbreitete, wir sind die Außenseiter, wir sind gegen die da oben, man schließt uns aus, man hört uns nicht, diese Erzählung zu bestärken. Entlarven Sie stattdessen rechtspopulistische Politik als das, was sie ist,
antipluralistisch, antidemokratisch und zeigen sie an konkreten Beispielen die katastrophalen Auswirkungen für das Land, für den Wahlkreis, in welcher Dimension auch immer wir uns befinden, und bieten sie konkrete Alternativen. Rechtspopulisten verachten den politischen Kompromiss, der ein fester Bestandteil der Handlungsfähigkeit demokratisch gewählter Parteien ist, aber auch des demokratischen Systems als Ganzes. Sie versprechen ihren Anhängern und Anhängerinnen einfach klingende Lösungen, die programmatisch autoritär und oft von Gewaltmetaphorik geprägt sind oder selbst tatsächlich gewaltvoll sind. Und es mag mitunter verlockend sein, ob für PolitikerInnen oder für einige ihrer konservativen KollegInnen, wenn sie in der Politik aktiv sind, auf rechtspopulistische Forderungen nach einem Staat, der endlich mal auf den Tisch haut und sagt, was Sache ist, beispielsweise durch Massenabschiebungen, Obergrenzen, große Polizeiaktionen und Stimmungsmache gegen Gruppen, die rhetorisch irgendwie als die anderen markiert werden, mit eben solchen Maßnahmen zu reagieren, in dem Glauben, man würde diesen Leuten damit Wasser abgraben. Doch auch hier zeigt uns die Geschichte und die Forschung, die Vorwürfe gegen die Eliten von Rechtspopulisten hören nicht auf, wenn man anfängt, ihren Forderungen Folge zu leisten. Je mehr Legitimation bürgerliche Kräfte Rechtspopulisten dadurch verschaffen, indem sie Teile ihrer Forderungen und Narrative übernehmen, desto mehr werden sie auf Dauer an Wählerstimmen verlieren und rechtspopulistische Kräfte stärken. Besonders Konservative, aber nicht nur, müssen, wenn sie Rechtspopulismus und Rechtsextremismus entgegentreten wollen, Radikalisierungsdynamiken in ihren eigenen Reihen entgegentreten. Das ist also jetzt was Sie vielleicht im Gespräch mit Ihren konservativen Kollegen oder wenn es Konservative hier heute gibt, im Kopf behalten sollten. Denn zwischen Konservatismus und Rechtspopulismus gibt es entscheidende Unterschiede, es gibt Grenzen. Der Rechtspopulismus vertritt ein Weltbild des Überlebenskampfes zwischen denjenigen, die er als biologisch stark und schwach klassifiziert. Aber diese Grenzen, die bestehen, die können unter bestimmten Bedingungen verwischen. Und auch zum Rechtsextremismus, dessen Kern in Abgrenzung zum Rechtspopulismus nicht nur ein biologistisches Weltbild, sondern ein umstürzlerisches, systemablehnendes Programm ist, besteht mitunter keine feste Brandmauer. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel beschreibt das Phänomen großer konservativer Volksparteien, die sich für manche rechtsextreme Positionen öffnen, als radikalisierten Konservatismus. Dabei handelt es sich nicht um ein neues Phänomen. Die Radikalisierung konservativ-bürgerlicher Kreise ließ sich schon in der sogenannten konservativen Revolution in Deutschland in der Zwischenkriegszeit beobachten. An ihr hat sich später, ohne direkte Bezüge zum Nationalsozialismus, die sogenannte Nouvelle Droite, die neue Rechte, in Frankreich Ende der 60er Jahre orientiert. Deren Vordenker bedienten sich beim marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci und dessen Hegemonietheorie. Diese fußte auf dem Gedanken, dass sich politische Macht nicht durch revolutionäre Gewalt wie einen Staatsstreich dauerhaft erringen lässt und erhalten lässt, sondern nur indem man Menschen in Debatten, im Gespräch vom Sinn und der Legitimität der eigenen Vorstellungen überzeugt. Das nennt er dann die Schaffung einer kulturellen Hegemonie. Und die Nouvelle Droite und ihre Vordenker nutzen Gramscis Ideen, Natascha Strobel schreibt, als Steinbruch, aus dem man für die eigene Theorie willkürlich passende Stücke entnehmen konnte. Während es also bei Gramsci noch über die, quasi im Kern um die Überwindung des kapitalistischen Systems ging, geht es der Nouvelle Droite um die Bildung eines autoritären Gesellschaftssystems. Und ganz besonders wichtig für uns heute, um die Zerstörung des demokratischen Diskurses. Ihr Ziel wollten sie erreichen, indem sie, und auch hier ist die Parallele zu heute, indem sie Intellektuelle für ihre Ideen gewannen, die dann als Multiplikatoren in der Gesellschaft wirken sollen. Das heißt, sie haben Zeitschriften gegründet, Kolloquien veranstaltet und so weiter, um diese rechtsextremen Inhalte salonfähig zu machen. Denn gleichzeitig ermöglicht es der bürgerlich-akademische Hintergrund der Nouvelle Droite, wie schon bei ihren Vorbildern der Weimarer konservativen Revolution, neben neuen Bündnissen auch Kontakte in offen faschistische Milieus zu unterhalten, während sie sich weiterhin nach außen als
harmlose, in Anführungszeichen, Mitte der Gesellschaft inszenieren konnten. Und der Soziologe Wilhelm Heidmeier, dann komme ich auch zum Schluss, setzt noch eine Ebene tiefer an. Und ich glaube, was er zur Verschiebung von Normalitätsgrenzen sagt, ist für uns heute besonders wichtig. Er warnt vor der schleichenden Verschiebung solcher Normalitätsgrenzen. Und dieser Verschiebung muss seiner Ansicht nach keine große Debatte, kein großer Diskurs vorausgehen. Wenn die Ausgrenzung marginalisierter Gruppen oder die Schaffung von Sündenböcken als normal empfunden wird, dann führt das zu gesellschaftlichen Veränderungen. Und zwar nicht nur in konservativen Parteien, in konservativen Kreisen, sondern ein weiterer Faktor der Radikalisierung von innen ist das, was Heidmeier als rohe Bürgerlichkeit bezeichnet. Und ich glaube, es ist ein sehr nützlicher Begriff. Er versteht Bürgerlichkeit dabei nicht allein als wirtschaftlichen Marker, sondern meint damit vor allem eine zunehmend autoritäre Grundhaltung, die sich hinter zivilisiert gebenden, er sagt, Umgangsformen verbirgt. Das heißt, dass sich hinter einer bürgerlichen, akademischen Fassade Ungleichheitsdenken und Verachtung für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die als weniger wertig in Anführungszeichen angesehen werden, verbirgt. Und das ist deswegen so wichtig, weil, und hier kommen wir zum dritten und letzten Aspekt, auf den gesetzt werden muss, man kann dem nur entgegenwirken, indem man wahrhafte Solidarität in einer Gesellschaft stärkt. Rechtspopulisten erklären sich nämlich nicht nur zu Stellvertretern des sogenannten, in Anführungszeichen, Volkswillens, sondern als organischen Teil desselben. Sie keilen nicht nur gegen die da oben, sondern auch gegen die anderen, in Anführungszeichen. Also fremdenfeindliche, rassistische Ressentiments zu schüren, um die Gesellschaft zunehmend zu polarisieren und zu spalten, um dieses Gefühl von Polarisierung zu erzeugen, die vielleicht so gar nicht da ist, weil man nur die lautesten Stimmen hört. Das gehört fest zur politischen Strategie von Rechtspopulisten. Entgegentreten kann man dem nur, indem man sich nicht spalten lässt und das Spiel der Rechtspopulisten nicht mitspielt, auch nicht um vermeintlichen Protestwählern in großen Anführungszeichen, nachzujagen. Bündnisse mit Rechtsextremen und Rechtspopulisten kann es nicht geben, aus moralischen Gründen, aus Verpflichtung vor der demokratischen Grundordnung, aber auch, und das gilt vor allem für Politikerinnen und Politiker, aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Lassen Sie es sich eine Lehre sein, was wir gerade in der Republikanischen Partei sehen können, dass ParteikollegInnen, die nicht für den rechtsextremen Jim Jordan, der den Staatsstreich am 6. Januar mit vorbereitet hatte, stimmen wollten, Todesdrohungen aus den eigenen Reihen bekamen. Rechtsextreme und Rechtspopulisten sind auf Bündnisse mit dem konservativen und bürgerlichen Lager aus, um sich institutionell verankern zu können, aber vor allem, um an Legitimität zu gewinnen. Aber sie werden sich immer gegen diejenigen wenden, die in ihren Augen nicht auf Linie sind. Und damit freue ich mich auf Ihre Fragen und auf unsere Diskussion später. Vielen Dank. Ja, danke, Frau Brockschmidt. Vielleicht wollen Sie noch, also für das Q&A hier bleiben, ja. Wer hätte denn Fragen oder Anmerkungen zu dem, was wir gerade gehört haben? Vielleicht breche ich das Eis mit einer Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Und zwar haben Sie eingangs ja von Mike Johnson gesprochen und ich habe mich gefragt, ob es irgendwelche Ansätze auch in Deutschland oder ob Sie die sehen für eine ähnlich christlich-fundamentalistisch begründete rechtsextreme Politik. Also bei uns scheint das ja so im Diskurs überhaupt keine Rolle zu spielen, aber vielleicht nehme ich das auch einfach nicht wahr. Also ich würde sagen, die religiöse Rechte in den USA ist stark evangelikal geprägt. Sie besteht aber seit einigen Jahrzehnten aus einer Koalition aus verschiedensten Denominationen. Trotzdem sind Evangelikale überproportional in ihr vertreten. Weißes evangelikales Christentum ist jetzt in Deutschland nicht so prominent vertreten. Wir haben eine andere Religionslandschaft. Es gibt bei uns organisierte Landeskirchen.
Die amerikanische Religionslandschaft ist allein von ihrer Organisationsform her gewisserweise viel anarchischer, sage ich jetzt mal, als bei uns. Deswegen ist, glaube ich, die Frage eher, welche Form nimmt ein solcher christlicher Nationalismus bei uns an? Weil das ist was, was man bei rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen auch global sieht, dass, weil sie auch untereinander so stark vernetzt sind, sie aber trotzdem stark nationalistisch geprägt sind. Das heißt, man tauscht sich aus und man schaut, was von dem, was in Ungarn oder in den USA passiert, was könnte hier funktionieren. Manche Sachen funktionieren gut, manche funktionieren weniger gut. Das heißt, christlicher Nationalismus nimmt bei uns eine andere Form an, als jetzt ein Mike Johnson, dessen Podcast Sie übrigens immer noch hören können. Er hat seine Website gelöscht, aber bei Apple Podcasts ist der Podcast immer noch vorhanden. Ich kann ihn nicht empfehlen, aber es wird jetzt, ich sehe das jetzt in nächster Zukunft nicht, dass sich, weiß ich nicht, im Bundestag jemand hinstellt oder dass der Vizepräsident des Bundestages sagt, homosexuelle Ehe wird jede Republik in die Anarchie stürzen, was ein fast wörtliches Zitat von Mike Johnson ist. Ich glaube auch nicht, dass sich eine Führungsfigur einer noch nicht mal der AfD hinstellen wird und, obwohl, wer weiß, man will ihnen keine Ideen geben und sagen wird, Abtreibung ist verantwortlich für School-Shootings. Auch das etwas, was Mike Johnson gesagt hat. Aber wir sehen, glaube ich, auch gerade jetzt in dem, was man so als Migrationsdebatte bezeichnet, Elemente von christlichem Nationalismus, wie er auch hierzulande salonfähig ist. Ob das jetzt die Forderung einer FDP-Politikerin ist, dass man sich zum St. Martins-Umzug bekennen soll, das mag jetzt lächerlich klingen, ist aber im Kern eine Forderung, die impliziert, es gibt ein Wir und es gibt ein Die. Und wer zum Wir gehören will, der hat, bei uns heißt es dann gerne irgendwie abendländische Tradition oder christlich-jüdisches Menschenbild. Allein zum Begriff christlich-jüdisches Menschenbild gibt es auch eine ganz große Debatte. Aber das wird oft benutzt als Floskel, um beispielsweise besonders islamophobe Ressentiments zu schüren, zu verbergen und hinter so einem, ich sage es mal, respektablen Mäntelchen in die Debatte mit einfließen zu lassen. Das sieht man aktuell ganz besonders. Das heißt, ich glaube, man muss die Augen aufhalten für Varianten dessen, was man auch in anderen Ländern sieht, angepasst quasi auf die deutsche Situation. Danke. Kurz ein technischer Hinweis. Ich glaube, wenn Fragen gestellt werden, müssten Sie an diese Mikrofone, und ich vermute mal, die sind alle an und man drückt da irgendwo drauf oder so. Ja. Gut. Als nächstes hatte sich Frau Heil gemeldet. Das passt vielleicht als Frage ganz gut zu dem Thema eben. Mich würde interessieren, wenn Sie davor warnen, nicht die Sprache von Rechten zu übernehmen, inwieweit geht es um die Thematik und inwieweit geht es um Stil und Formulierung? Mir ist klar, dass ich beides wahrscheinlich nicht ganz voneinander trennen lässt. Aber ich frage mich, welchen Rat würden Sie jemandem geben, der konservativ in der CDU ist, vielleicht sich auch schon vor 2015 konservative Positionen im Migrationsrecht vertreten hat, der Auffassung war, wir müssen vorsichtig sein, dass nach Deutschland nicht zu viele Leute kommen. Inwieweit kann derjenige oder diejenige diese Position vertreten, ohne eben sozusagen jetzt Wegbereiter zu sein? Das ist eine gute Frage. Es ist nicht meine Position, um es gleich deutlich zu sagen. Meine inhaltliche Antwort darauf wäre, wenn man quasi, es kommt sehr darauf an, welches Narrativ man fährt. Wenn man beispielsweise sagt, wir müssen schauen, dass Kommunen nicht überlastet werden, und damit meint, wir müssen schauen, dass Kommunen die materiellen Mittel haben, um beispielsweise mit Flüchtlingen, die in Kommunen kommen, klarzukommen, um Betreuung zu ermöglichen. Das ist das eine. Wenn man ein Narrativ bedient,
was letzten Endes im Kern bedeutet, hier findet eine, um ein rechtes Schlagwort zu benutzen, Überfremdung statt. Von Überfremdung ist es dann, das weiß jeder, der mal in eine Facebook-Kommentarspalte geschaut hat, nicht mehr so furchtbar weit bis zur, in Anführungszeichen, Umfolgung. Das heißt, das bedeutet für Konservative, die fest im Rahmen der demokratischen Grundordnung stehen, dass sie sich, was bestimmte Positionen, die sie vielleicht schon lange vertreten, angeht, sie sich die Frage stellen müssen, inwiefern sie damit, ob bewusst oder unbewusst, Rechtspopulisten Zuwasser geben. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich das jetzt persönlich so sehe, dass ich nicht denke, dass man damit irgendwie konstruktiv Politik machen kann, wenn man sagt, da kommen zu viele, die glauben was anderes und dann verändert sich unsere Kultur. Ich glaube, das ist ein sehr problematisches Verständnis von Gesellschaft und wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Aber man sieht es ja, es gab vor, ich glaube, einem Jahr oder so, eine Konferenz des Netzwerks für Wissenschaftsfreiheit, was mit Wissenschaftsfreiheit recht wenig zu tun hat. Und da gab es auch viele CDU-Vertreter, die dort anwesend waren und die, ich sag mal, das Vokabular dieser deutschen Variante rechter Narrative, wie man sie auch, aber nicht nur in den USA sieht, mitbenutzen. Das trägt dann manchmal fast irgendwie absurde Züge, wenn ein CDU-Politiker in Hamburg sagt, Hamburg ist zu woke, da wird irgendwie zu viel Latte Macchiato getrunken. Aber dann wären auch da Konservative angehalten zu sagen, was meinst du denn jetzt eigentlich mit woke? Weil dann kommt man relativ schnell zum Kern dessen, was eigentlich gesagt werden will. Also ich glaube, es geht auch wirklich um eine Selbstreflexion. Ich finde, es ist völlig legitim und es braucht, glaube ich, auch eine konservative Partei, die diese Position vertritt, auch wenn ich sie selber nicht teilen mag. Aber die steht dann auch historisch in einer besonderen Verantwortung, diese Abgrenzung nach rechts ganz klar deutlich zu machen. Das war eine sehr lange Antwort. Ich weiß auch nicht, ob es eine Antwort war, aber es war ein Versuch. Doch, das war eine Antwort. Ich habe jetzt schon zwei Wortmeldungen drauf. Ich würde vielleicht noch eine dritte dazu nehmen, aber dann auch diesen Teil erstmal abschließen, damit wir dann ins Panel kommen. Sie hatten sich gemeldet. Sie haben erwähnt, dass Wähler, die AfD oder Menschen, die AfD wählen, weil ihnen Versprechen damit oder Vorteile versprechen werden. Wenn ich das umkehre, frage ich mich, was 34% der Wähler, die wohl die AfD wählen würden, welche Nachteile sie im Moment spüren oder glauben tatsächlich zu erleben, die Politik im Moment nicht beheben kann. Also welche Nachteile sind das, die diese Menschen führen? Und was kann eigentlich Politik tun, um diese Nachteile, die gefühlt oder tatsächlich bestehen, aufzubrechen, damit eben dieser Vorteil, diese Erwartung nicht mehr da ist? Also was man, soweit ich das sehen kann, aus der Studienlage ziehen kann, sei das jetzt hier oder auf die Situation in den USA bezogen, warum haben Leute Donald Trump gewählt, da gab es ja eine Zeit lang diese Erzählung, das ist quasi, das sind die vergessenen Teile des Landes. Und es ist tatsächlich so, dass Unterstützung beispielsweise in den USA, aber auch in Teilen hierzulande aus Gegenden kommt, wo es beispielsweise keine gute Infrastruktur gibt. Das heißt, es gibt durchaus materielle Probleme in diesen Landstrichen. Trotzdem zeigt die Studienlage, dass Unterstützung für rechtspopulistische Parteien, jetzt nochmal ein Beispiel der USA, weil da kenne ich mich besser aus, dass da die wirtschaftlichen Versprechen nicht an erster Stelle stehen. Das sieht man ja auch bei der AfD am Parteiprogramm. Das ist jetzt keine Wirtschaftspolitik für, in Anführungszeichen, den kleinen Mann, die kleine Frau. Aber es ist quasi eingebettet in eine kulturelle Erzählung von euch wird was weggenommen, was andere bekommen, die es nicht wert sind, das zu bekommen, weil die gehören nicht zu uns. Das heißt, es wird gearbeitet mit bereits existierenden Ressentiments, die angesprochen werden und wo man sich Teile
aus der materiellen Realität der Menschen nimmt und sagt, die sind schuld. Statt dass man sagt, wir brauchen mehr Investitionen in die Kommunen, wir brauchen, was weiß ich, mehr Investitionen, um die lokale Turnhalle aufzubessern. Und, aber das Wichtige ist eben, dass vor allem ansprechend ist diese Erzählung aus, du hast was Besseres verdient und die anderen nicht. Und deswegen müssen wir es den anderen wegnehmen. Und das ist was, da muss ich ganz ehrlich sagen, was verdammt schwer zu bekämpfen ist, weil man muss letzten Endes versuchen, den Leuten nahezubringen, dass die anderen auch Menschen sind und dass diese Teilung innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft nicht existieren darf, obwohl sie es tut. Und vielleicht hat einer meiner Kolleginnen und Kollegen da noch einen besseren Lösungsvorschlag, außer dass ich sage, zu versuchen, an die Menschlichkeit zu appellieren und die Debatte wegzubringen von Flüchtlingswellen und daran zu erinnern, dass es hier um Menschen geht, um einzelne Menschen und nicht um irgendwie amorphe Massen, jetzt am Beispiel der Migrationspolitik, weil das macht es wahnsinnig einfach, dass sich im Diskurs eine massive Kälte breit macht, weil Flüchtlingswelle, das klingt nach, das überrollt uns, das überschwemmt uns, das macht uns kaputt und blendet völlig aus, dass da Einzelschicksale, dass da Menschen, die in großer Not sind, kommen, denen meiner Ansicht nach geholfen werden muss. Ich würde tatsächlich doch nur noch eine Frage zulassen und vielleicht können Sie die Frage später stellen, wenn wir in der großen Runde sprechen. Max. Rechts, ganz klar. Ja, ich wollte noch mal an die erste Frage anknüpfen, nach den, die sich bezogen hat auf die religiösen, in so theokratische Richtungen weisenden Wurzeln. Und also dass sozusagen dieser evangelikale Spektrum hier in Deutschland nicht vorhanden ist, das, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber wie ist es mit einem katholischen Spektrum? Also ich denke an Maximilian Krah, als vielleicht einen von mehreren Menschen, von denen ich, wenn ich richtig informiert bin, der da eben auch aus so einer sehr extremen Nische des Katholizismus auch kommt und jetzt Spitzenkandidat für die Europawahlen der AfD ist. Und der politische Katholizismus hat in Europa eine jahrhundertelange antiliberale Tradition, die auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und muss man aus der Richtung, also kommt da was wieder? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wie gesagt, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt eine religiöse Rechte in Deutschland, die ist nur aus verschiedensten Gründen noch nicht so einflussreich oder verfügt über die über ähnliche Mittel wie in den USA. Es gibt trotzdem Bemühungen, Netzwerke aufzubauen und ich glaube auch, dass man, sei es jetzt in Diskussionen über Abtreibungsparagraphen, dass man regelmäßig aufzeigen muss, dass auch in großen Parteien, dass beispielsweise auch in der CDU, Narrative, was Abtreibung angeht, quasi im Mainstream aktiv sind, angekommen sind, die sich aus dem Vokabular der amerikanischen religiösen Rechten bedienen. Zur illiberalen katholischen Tradition, das ist tatsächlich was für die deutsche und ich würde sagen auch für die europäische religiöse Rechte gilt, was sie von der amerikanischen religiösen Rechten unterscheidet, dass sie viel stärker katholisch geprägt ist, obwohl man auch bei der amerikanischen Rechten sagen muss, dass der katholische Einfluss enorm zugenommen hat. Nicht umsonst haben wir eine rechte katholische Mehrheit am Supreme Court. Also auch da gilt es auf Verbindungen zu achten. Auch da gibt es Vernetzungen nach Europa mit den entsprechenden Gruppierungen und Netzwerken. Das heißt, auch hier muss man beispielsweise, was die Demos für alle angeht, was diverse Lebensschützer, in Anführungszeichen, Netzwerke angeht, darauf achten, dass man rechte KatholikInnen nicht aus dem Blick verliert, weil man sich sagt, ah, okay, gut, Freikirchen haben wir nicht so viele, aber auch da muss man sagen, die gibt es und ich weiß von
mehreren Leuten, die entweder in deutschen Freikirchen aufgewachsen sind, auch da nicht alle Freikirchen, aber einige, dass denen Narrative, wie man sie aus dominionistischen Netzwerken aus den USA kennt, bekannt vorkamen, weil sie Varianten dessen in ihren eigenen Gemeinden gehört haben. In katholischem Gewand sieht das dann manchmal etwas anders aus, aber ist im Kern ein sehr ähnliches Projekt.